Ich will die haben. So, nimm das mit. Ich weiß auch gar nicht, ob ich alle brauche vielleicht, oder... Ich auch nicht. Lila zählt auf jeden Fall mit am meisten, ne? Ist das nicht so? Aber wahrscheinlich muss ich hier... Genau, da hoch. Dann... komme ich da auch lang. Okay, pass mal auf. Ich komme da schon hoch. Oder werden wir schon anlaufen, ne? So. Und... ja! Geschafft. Wie komme ich denn da hoch? Ah, ich habe schon gesehen. Okay. Da gibt es noch einen zweiten Weg. Und zwar hier. Und dann hier rum. Hahaha, genau. Den will ich nämlich haben. Dann gehen wir hier gucken. Ah, da gibt es der Ausgang, okay. Aber bevor ich da rausgehe. Hier lang. Ich möchte ja alles einsammeln, wenn schon, ne? Also jetzt haben wir, glaube ich, alles. Gibt's hier gar kein Ei? Hm. Gibt's das bei... Ich habe das Ei auch nicht gefunden, ne? Die Frage ist, gibt es hier ein Ei? Ich glaube, hier gibt es ein Ei, ne? Ich weiß nicht, muss ich mich da draufstellen? Nö, muss ich anscheinend nicht. Gibt es jetzt hier ein Ei? Bin mir nicht sicher. Also irgendwas gibt es hier bestimmt. Hier kommen wir her, ne? Ja, hier komme ich her. War ich? Da ist nichts. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, da ist noch ein gelber Edelstein. Okay. Immerhin, den wollen wir haben. Ja, jetzt habe ich wenigstens alle Edelsteine, aber war das entscheidend? Ich kann ja gleich mal gucken. Kann ich jetzt hier drin ein Ei bekommen? Das ist halt die Frage. Ob, kann ich mal auf Optionen gucken? Ja, kann ich, aber da ist nichts drin. Hm. Ich gehe jetzt noch mal zu dem Punkt. Ich bin mir fast sicher, dass da, wo ich eben war, mit hier, dass hier eigentlich ein Ei auftauchen sollte in der Mitte. Aber da ist nichts, ne? Sinn, dass ich hier... Haben die irgendeine Bedeutung? Hm. Bin mir nicht sicher. Also wenn ihr das wisst, Leute, dann schreibt mir gerne mal, ob das hier irgendwie einen Sinn hat. Ist hier noch was, sehe ich gerade. Tja. Dann verlasse ich jetzt diesen Ort. Wobei ich aber schon glaube, dass es hier eigentlich noch was gibt. So. Nein, hätte ich klicken müssen. Ich kann ja noch mal eben reingehen. Weil das muss einen Grund haben. Ich glaube, hier gibt es ein Ei. Warte mal, vielleicht kann ich das in meiner Taktik herausfinden. Ach, das zählt aber schon zum zweiten Level. Oder wie? Nee. Doch, das zählt schon. Bin ich woanders? Ich bin ja ganz woanders. Ach so.
Das habe ich tatsächlich an einen anderen Ort gebracht. Oha, wir haben einen neuen Bereich, Leute. Das wusste ich ja gar nicht. Ja, schön. Gut, dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Ja, hervorragend. Okay. Auch so ein bisschen Dschungelmusikmäßig, das mag ich ja wieder. Oh, da ist ein Gang. Aber das ist kein großer Geheimgang, weil da muss ich eh lang, wie es aussieht. Es ist doch ein Geheimgang. Und mehr ist hier nicht. Da geht's weiter, okay. Nein. Oh, ist da was unten drin? Seerosen. Okay. Okay. Alles einsammeln. Bevor ich eine weitere Etage erkunde, mache ich erstmal hier unten alles platt. Mäh. Ah. Ja, 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 ja. Puh, was ist denn hier denn? Okay, was bist du für einer? Ein Bauer. Oh, so aus der Art. Gott, sind hier wieder viele Wege. Okay. Boah, ist das hier wieder umfangreich, ne? Ich habe schon wieder so viele Sachen verpasst. Wow, war das gut. Und hier geht's auch noch weiter. Alter Schwede, drehe durch. Boah, sind das hier alles viele Wege. Gott, oh Gott. Okay. Ist da noch was versteckt? Nein. Aber es war ganz gut, hier mal runterzufallen, glaube ich. Weil, wie gesagt, hier sind noch so viele Sachen. Aua. Ich glaube, ich muss die mal töten. Für eine Pflanze schreien die ziemlich cool. Da bin ich rausgekommen, ne? Ja, genau. So, und den will ich mal eben killen. Ja. So, wie mache ich den jetzt platt? Ich sehe nichts. Fuck, es ist ein Arsch, ne? Es ist schon ein Arsch. Okay, versuchen wir das nochmal. Ich habe aber keinen Sparks mehr, sehe ich gerade. Egal, ich versuche ihn jetzt platt zu machen. Wahrscheinlich bringt mir das nicht mal was, ne? Das ist das nächste. Aber egal. Ich meine, so gesehen, man hat ja eigentlich kein wirkliches Game Over oder so. Man startet halt beim letzten Speicherpunkt, ja. Ach, es ist sogar noch an zwei Seiten. Oh Gott. Moment, ich sammle das mal eben ein. Lass ich mal. Hier lass ich mal speichern hier. Oh, da geht's auch noch weiter. Alter Schwede. Es sind so viele Gänge. Trotzdem will ich jetzt wissen, was da los ist. Ja. So, den haben wir wenigstens erledigt. Aber das war jetzt nicht wirklich erfolgreich. Also nicht wirklich viel, was hier war. Aber den will ich trotzdem gerne mal eben zermatschen da hinten. Wie machen wir das am besten? Ja, ja. Haha, hab dich. Und es bringt einfach mal fast nichts. Das war eine tolle Belohnung. Einfach nur Edelsteine. Okay, zumindest weiß ich jetzt, dass es da nichts gibt. Dann können wir ja wieder hoch und nochmal in eine andere Richtung gucken. Ah, da. Das Schöne ist halt, dass es automatische Speicherpunkte gibt. Und ich hoffe einfach mal, dass dieser Fortschritt dann auch bestehen bleibt. Was sagt die Karte? Was ist denn der größere Bereich? Es geht in beide Richtungen groß weiter. Oh, fuck. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang.
Weil der Weg sieht gefährlicher aus. Wir nehmen erstmal den. Okay. Schön sicher. Schön auf Nummer sicher gehen hier. War da noch was? Nö. Okay. Vielleicht kann ich auch einfach mal so einen Rundgang abschließen. Oh! So eine Strudel gibt es ja auch wieder anscheinend. Ja. Was ist denn da unten? Aha. Aufwinde. Wahrscheinlich wäre ich von der anderen Stelle aus hier hingekommen, ne? Ui, das ist eine ganze Menge. Anscheinend ist doch irgendwie ein Fußballspiel im Gang, weil ich höre da die ganze Zeit immer noch die Tor-App und das verwirrt mich ein bisschen. Okay, mehr ist hier nicht, aber immerhin haben wir was gefunden. Das war also nur, um uns die Aufwinde zu erklären. Gut. Ja, falscher Knopf. Nee, warte, war der richtige Knopf. Nur, ich konnte gerade noch nicht springen. Kann ich da rein? Nein. Okay, ich sehe nicht so viel. Gut, dann speichern wir das nochmal ab und dann gucken wir uns jetzt hier mal um. So, ich glaube, dass ich das da mal mitnehme, denn dann haben wir hier wieder ein Gedöns. Zack. Und eine Kanone ist hier. Sehr schön. Mehr ist sie aber nicht. Schade. Dann nutzen wir mal die Kanone. Was können wir damit kaputt schießen? Wahrscheinlich den Haufen da. Welcher Knopf ist es denn? Ach, da. Ah! Ich habe mich schon mal gefragt, wo wir dann wohl mal unsere Sachen anzeigen lassen können. Auf R2. Da. Okay, einer ist kaputt. Und dann kann ich die andere Kanone bedienen. Okay. Na komm. Okay, wahrscheinlich muss ich jetzt die Plattform wechseln. Damit ich die Chance habe, die Geier abzuschießen. Die Geier. So. Jetzt habe ich wieder den Knopf vergessen. Da. So langsam könnte ich mal einen treffen, ne? Aha. Na komm. Also irgendwann würde ich gern mal einen treffen von euch. Das ist doch nicht wahr. Ich komm hier her. So. Ist dem Penner noch da hinten? So. Da hinten ist noch... Ey, das ist ja... normaler Dino, aber den kann ich trotzdem versuchen zu treffen. Komme ich da ran? Ne, ich kann nicht weiter schießen. Okay. Ja, das waren halt die Geier. Und die haben mir jetzt aber auch nicht wirklich was gebracht, ne? Hm. Ja, gut, ich hab... Ach, Mann! Ohne Witz, ich hab zweimal X gedrückt. Das ist wegen so einer Lappalie wieder. Ja, jetzt sind die Geier wieder da. Aber ich weiß nicht, die haben mir eigentlich nicht wirklich was gebracht, die abzuschießen. Die haben halt so Sachen da. Ich weiß es nicht. Okay, die schaden mir halt, jo. Na gut. Okay. Ist halt wieder mehrere Gänge. Das ist eine Sackgasse. Da gehen wir hier erstmal zählen. Ah, oh, ein Ei! Endlich mal was gefunden in dieser Welt. Das ist das erste gewesen von 6. Scheiße. Okay. Aber wir haben was gefunden. Immerhin. So. Ich glaube, dann ist der Raum hier so halbwegs untersucht. Moment. Da geht's weiter. Okay. Aha. Kann ich jetzt gar nicht. Da ist doch was hinter. Nee, dachte ich jetzt. Gut, da ist nichts hinter. Speicherst du mich bitte? Hallo? Nur speichern! Zoe! Blitzdingse mich! Das macht sie nicht. Oder hat sie mich gerade geblitzt? Aua!
Jetzt hat es hingekriegt. Ich gehe erstmal darüber. Ist aber nicht so viel. Da hinten ist wieder so ein Teil zum kaputt machen. Das ist gut. Und hoch. Okay. Das sieht ziemlich cool aus mit der Statue da. Mag ich. So. Hepper. Bam. Aha. Okay, mehr Wasser. Aha. Darf ich denn tauchen? Ich darf tauchen. Sehr schön. Und wir haben anscheinend aber auch keinen Sauerstoffgehalt, wollte ich gerade sagen. Sehr schön. Und wir haben auch den ersten Lichtedelstein in dieser Welt gefunden. Ist hier doch was auf dem Boden. Seepferdchen. Kann ich die töten? Ja, ich meine, das ist eine tolle Frage, ne? Aber wahrscheinlich können wir das sogar, aber ich glaube, das muss ich nicht. Wahrscheinlich so ein Sparks-Ersatz, könnte ich mir vorstellen. So, das haben wir also auch geschafft. Wollen wir uns mal um die Typen hier kümmern? Es ist gar kein richtiger Boden hier. Also es ist schon Wasser, aber ich kann ja ganz normal drauf laufen. So, was haben wir noch hier alles? Was bist du denn da? Ich weiß nicht, ob der mir was bringt, aber ich versuche den mal zu töten. Komm her. Okay. Gibt halt ein paar Edelsteine, ne? Aber mehr ist es hier auch nicht gut. So, dann gehen wir hier weiter. Tada. Sein Kollege hat mich gerade getroffen. Was ist das? Oh, ein Sparks-Level gibt's auch. Gib's auf, Spyro. Niemals passt du durch diesen Riss in der Wand. Soll ich für dich da rein und die Sache erledigen? Prinzipiell gerne, aber so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Deswegen sag ich jetzt mal eben kurz nein. Das machen wir auf jeden Fall noch, das Minispiel. Aber ich will erstmal hier das hier zu Ende machen. So. Also wir merken uns, dass das da oben auf jeden Fall was ist. Aber wie gesagt, der Part ist gleich vorbei. Sag mal. Deswegen gehen wir lieber erstmal den Gang hier zu Ende. Guck, was es hier noch so gibt. So, oha, oha, oha. Ja, weiß ich auch nicht. So, zu Sachen. Ich gehe mal da hinten hin, wo der Kristall leuchtet. Sag mal, der wollte mich gerade schnappen, habt ihr das gesehen? So eine Säcke, ne? So. Okay, den haben wir. Da hinten leuchtet... Oh, das ist eine Truhe. Das ist aber auch ein Krampf hier mit den Geiern. Die wollen mich echt attackieren, ne? Schlecht. Komme ich da hoch? Doch, komme ich. Und wir haben sogar noch einen Dietrich dabei. Sehr schön. Jawohl, direkt den nächsten. So muss das laufen, Leute. So, jetzt gucken wir uns hier nochmal kurz um. Aha. Ein bisschen was fürs Portemonnaie. Den machen wir auch noch. Aha, der hat uns fast noch erwischt. Sehr schön. Ja. Ich glaube, tauchen geht jetzt hier nicht. Oder kann ich unter Wasser noch tauchen? Doch, kann ich. Okay. Ach, das sind Piranhas. Okay, gut, das hat sich schon wieder erledigt. Ja, der Part ist aber auch eigentlich rum. Ich fliege nochmal kurz hier lang. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Speicherpunkt erwische, weil ich möchte da oben schon wieder ganz gerne anfangen, um beim nächsten Mal das Sparks-Level zu beginnen.
Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass euch dieses Spiel wirklich Spaß macht. Ich find's cool. So ein richtig schönes, entspanntes Jump and Run. Und ein Ei. Ha! Ein Ei ist das Spiel auch, genau. Ja. Gut. Dann war's das an dieser Stelle. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder damit dabei seid. Ich werde auf jeden Fall am Samstag nach dem Livestream noch ein bisschen aufnehmen. Und danach habe ich dann erstmal 2 Wochen lang aufnahmefrei wahrscheinlich, weil die Steffi zu Besuch ist. Vielleicht werde ich zwischendurch nochmal aufnehmen, aber da könnt ihr euch noch nicht drauf verlassen. Deswegen könnte es sein, wie gesagt, dass eine kleine Videopause kommt. Habe ich ja im Infovideo schon angekündigt. Aber wir warten einfach mal ab. Jedenfalls freue ich mich sehr auf die nächste Aufnahme. Die wird auf jeden Fall noch vor dem Osterurlaub bei Steffi sein. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Euer Alex sagt ciao. Hauen Sie rein.